der letzten Episode. Verrierungsrisiko. Achso, wir haben das also... Ach, ja, okay. Wir müssen da nochmal hoch. Ja, wir haben es ausgezogen. Das Lustige ist, ich habe mir angewöhnt, jetzt immer Notizen festzuhalten aus der letzten Aufnahmesession, speziell jetzt beim Schleicher. Das ist ja besonders wichtig. Und da steht als erstes Kleidung anziehen. Ja, das bringt die besten Notizen nichts, wenn du sie nicht durchliest. Ja, okay. Ja, Fuß. Gut, wenn man natürlich so auf dem Eis rumläuft, da muss man sich über ein Erfrierungsrisiko nicht wundern. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 54. Erstmal trinken. Ja, viel Wasser haben wir nicht. Das müsste aber für heute eigentlich reichen. Gut. Wir sind wieder aus dem Haus rausgeschnauft. So ist es halt. Okay, wir haben ein bisschen was abzulegen. Ja, ein bisschen geht die Temperatur runter. Minus 2 Grad. Wir haben halt noch nicht so die super ultra fette Kleidung. Aber es wird wieder langsam besser. Ah ja, da haben wir schon die zweite blaue Kiste. Erstmal das raus. Gut, der Bär ist da. Ich will trotzdem noch was rauslegen. Wenn es okay ist. So, checken. Mal legt sie sich in die Kurve, mal nicht. Okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Warum gibt es hier so einen Haufen? Was ist das für ein Haufen? War das der Bär oder was? Ah. Der Rülpster. Ja, eigentlich habe ich keinen Bock jetzt auf Bär. Das Gute ist immerhin... Wir wissen ja, dass er hier ist. Vielleicht könnte man dann... Vorausgesetzt, die Ameisen verschwinden da mal. Die Straße entlang gehen. Ja, die eine kommt schon wieder zurück. Okay. Ich will den Tag eigentlich nicht nutzen, um Bär zu jagen. Das ist Quatsch. Ja. Müsste eigentlich funktionieren. Gott. Und wie sieht's aus? Er ist nicht zu sehen, okay. Ja, okay. Ja, einige fallen. Versuchen wir uns mal hier vorbeizuschellen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das mit den Handschuhen, diese Option, die sie da eigentlich einbringen wollten, die weiß ich jetzt auch nicht. Scheint nicht zu funktionieren. Weil sie hatten das eigentlich in einem Video gepostet, was jetzt kommt. Oder kommt das im nächsten, kommt das nach dem Bug-Update? Das könnte natürlich sein, im nächsten großen Update wahrscheinlich. Stimmt, das kann sein. Das, ich bringe da wahrscheinlich wieder was durcheinander. Weil sie haben ja auch schon... ja, wahrscheinlich, das kommt aus dem Dev Diary, richtig. Das kommt im nächsten Update. Im nächsten Update kommt auch übrigens eine Karte. Wieder mal für den Tales from the Far Territory Expansion Pass. Eine, wie heißt es, im Englischen heißt Open Pit Mine, ein Tagebau-Bergwerk. Das wird interessant. Oh, guck mal. Ist ungewöhnlich, echt so selten, wie man das findet. Und die Baseballmütze. Kommen, okay. Zum Lesen, Pause drücken bitte. Heather hat es geschrieben an Wesley. Crusher wahrscheinlich.
So. Halt, da ist wieder ein Zettel. Sie beißen gerade heftig. Ich spüre es. Wir treffen uns morgen an einem Boot bei Tagesanbruch. Haus in der Küste, zerstört das Haus. Das ist dann hinten an der... Ja, das ist... Warte mal, wenn ich die Karte ausmache und nochmal anmache. Das ist schon Richtung Ort der Trostlosigkeit. Okay. Eine Limo. Und? Keine Batterie. Okay. Gut, ich möchte jetzt darauf. Ja, durch den Wind geht's mir. Wieso haben wir eigentlich Ausrufezeichen? Wegen der Erfrierung haben wir jetzt permanent Ausrufezeichen, echt? Oder ist der Sat-Bonus? Nicht, Achtung, aufpassen, immer genügend essen, gell? Sat-Bonus halten. Es liegt da Rotes? Da liegt doch irgendwas. Ist das ein Boot oder was, was es da angeweht hat? Das wird interessant. So. Ja, ein paar Stöcke können wir ja mitnehmen. Wie viel ist ein Gewicht? 31 Kilo, okay. Da geht noch ein bisschen was. Ja, ich habe jetzt diese Woche, nee, es war letztes, war das diese Woche oder war das letzte? Ich weiß es schon gar nicht mehr, das geht, die Zeit geht nicht so schnell rum. Ja, es war diese Woche, okay. Genau. Genau, ich habe ja hier bei einem lokalen, Fitnesscenter Kette, die irgendwie von sehr jungen Leuten tatsächlich betrieben wird. Und da habe ich es einfach mal selber aufgemacht, eigene Fitnesskette. Es ist aber nicht so, dass die da keine Erfahrung haben. Die haben selber schon genügend Erfahrung als Fitnesstrainer und so gesammelt, haben dann einfach gesagt, okay, machen da selber was. So voll automatisiert wie möglich halt, dass man das halt für einen guten Preis anbieten kann. Habe ich halt mal einen Termin gemacht, habe mir das mal zeigen lassen. Durch diese ganze Zwiebelgeschichte, wo ich wieder so Allergie habe, konnte ich natürlich kein Probetraining machen, weil das geht gar nicht. Also das ist, ich habe so extrem viel Juckreiz, das ist echt nicht schön. Also diesmal ist wirklich schlimm. Ich weiß auch nicht, was diesmal so viel krasser ist, dass es halt so extrem ist. Naja, ich habe mir auf jeden Fall mal die Geräte zeigen lassen. Wie das mit den Getränken ist, weil du kannst ja Wasser zapfen, warm, kalt, mit Geschmack, ohne Geschmack, wie du magst. Komplett kostenlos. Hier oben ist ein Hirsch. So. Lass mal erstmal liegen. Merken wir uns? Vielleicht. Da oben ist dann, wenn dann was. Genau, die Geräte. Und sie hat dann auch gemeint, das Beste ist eigentlich, ich mache nochmal einen Termin aus, komme nochmal vorbei, dann machen wir gleich Mitgliedschaftsvertrag, weil es auch nicht sehr teuer ist. Deswegen bietet sich das für mich halt auch an. Sehr kostensensitiver Mensch bei bestimmten Dingen. Und da die das auch voll automatisiert haben und die bieten das sogar demnächst im 24-Stunden-Modus an, so kannst du also jederzeit kommen. Mit Schokoriegeln? Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Spruch. Ich bin da mit Schokoriegeln auch sehr gerne gut vorbereitet. Der war auch vorbereitet und es hat ihm nichts geholfen. Ja, da nützt die beste Vorbereitung nichts. Ja, da muss ich mal gucken. Ein, zwei Wochen werde ich auf jeden Fall noch warten müssen. Momentan ist halt der Juckreiz-App zwar ab, aber jetzt kommen die ganzen Entzündungen durch. Und das ist halt auch nicht so schön, weil die Haut dann immer noch sehr trocken ist. Das ist halt nicht so geil, wenn du dann halt schwitzt. Weil dann der ganze Schweiß, wenn der da in die Wunden kommt, das fängt sofort an zu jucken und zu brennen. Da fängst du gleich wieder direkt an, dich aufzukratzen. Das ist auch nicht so geil. Da muss ich erstmal warten. Naja. Ich habe aber schon gesagt, ich gehe zu dem Asiaten nicht mehr. Das ist mir viel zu heiß. Ich finde es persönlich auch ja, anstrengend. Ich nenne es mal anstrengend. Da gibt es keine Schösslinge. Es gibt nämlich hier auch Schösslinge geben, Birkenschösslinge, aber sind diesmal nicht da. Ich gehe jetzt auch über den Bach hoch. Wegen der eventuellen Kohlen. Genau. Ist schon los. Ja, ich verstehe das nicht. Also wenn du halt sagst, okay, du möchtest halt, die sollen bitte darauf achten, dass das und das nicht geht. Es gibt genügend Köche. Also ich habe auch schon Köche gehabt, also wo die Bestellung aufgenommen hat, dann kam der Koch dann aus der Küche raus und hat dann gefragt, was denn genau alles geht und was nicht geht. Also auch unter Asiaten geht das. Das ist also, gibt da solche und solche, wie halt immer. Naja, und dann war ich halt
Genau, dann muss ich das halt machen. Das, wie schon gesagt, das hier gegen Ende Oktober. Bis dann muss ich die Füße stillhalten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hatte ich noch Inspektion vom Auto jetzt nach einem Jahr. War natürlich nichts. Es hätte mich sowieso nichts gekostet, mal davon abgesehen. Hashtag Wartungsvertrag. Aber man muss halt trotzdem erstmal die Zeit nehmen. Ja, hier. Zwar. Okay. Loot Tables, oder was? Sondern das sind Schoko Tables. Ja, hier dann nichts. Das ist aber schade. Nicht noch mehr Schokolade, die wir verwenden können. Ach, guck mal. Was für Schweres. Okay. Gut. So, dann Kaninchenhainhütte. Genau, und dann, weil das halt ein bisschen gedauert hat, ich habe mir halt ein bisschen die Stadt angeguckt, es hat aber ein bisschen arg geregnet, da habe ich gesagt, okay, gehst du halt in so eine, wollte ich in eine richtige Gaststätte gehen, die war aber noch zu. Bin ich halt in so eine Bar-Lounge gegangen, wo du halt irgendwie, du kannst zwar auch über Karte bestellen, aber du hast halt auch irgendwie einen QR-Code, wo du es dann über dein Handy machen kannst. Ich habe dann halt begonnen, habe dann gedacht, okay, ich bestell darüber jetzt. Lass uns mal hinter der Hütte schauen. Nix. Der Kaninchenhain. Jetzt mach ich es mal weg. Ah, hier ist auch eine Möglichkeit für Aurora. Wieso? Meinst du, es wird so viel besser, wenn du da den Besitzer fragst? Kann ich bitte den Versicher haben? Okay. Gut. Dann war's das schon. Halt. Aufwärmen werden. Eine Sache, hm? Oh ja, oh Gott. Ich so oft durch die Tür gehe. Gut, haben wir noch Pfirsiche gefunden. Okay, das reicht jetzt erstmal. Sonst fängt sie dann noch wirklich an zu schnaufen. Naja, dann habe ich halt online bestellt. Ich habe mir halt irgendwie so einen Burger ausgesucht und habe halt gesagt, okay, zugeschrieben, die keine Schnittlauch, Röstzwiebeln. Ich weiß gar nicht, was ich noch aufgeschrieben habe. Zwiebeln, genau, generell, weil das ist ja so die üblichen Sachen, die gerne auf den Burger kommen. Was war auf dem Burger drauf? Röstzwiebeln. Ich verstehe das nicht. Du schreibst es extra hin und dann wird es überhaupt nicht berücksichtigt. Als hätte es mit Idioten zu tun. Naja. Ach, guck mal, Ahornschößlinge. Das ist gar nicht so schlecht. Wegen Bogen und so. Weil ich gar nicht weiß, wie der ist, den wir gerade haben. Ach so, wir müssten uns hier auch noch Krampen basteln. Weil die Hexen, die sind sehr lange weg. Wir haben jetzt auch relativ viel Leder. Wir bräuchten noch, glaube ich, noch Altmetall. Ich guck gleich mal. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Der Bogen, den wir haben, der ist, na gut, 78%, der hält Ewigkeiten. X wollte ich. Kleidung. Improvisierte Steigeisen. 4 Metallschrott brauchen wir da, okay. Müssen wir halt mal suchen. Ich bin nicht sicher, ob wir 4 haben. Die haben sehr lange gehalten. Das haben wir gesagt, irgendwie 1% 5 Tage oder sowas, glaube ich. Also das ist schon phänomenal. Ja, war viel los die Wochen. Zusätzlich hatte ich noch, weil meine Sneakers, die ich habe, die sind auch schon wieder, die habe ich noch vor Corona gekauft. Die sind auch schon wieder sehr alt, die sind schon inzwischen schon komplett durchgelaufen. Also speziell hinten an der Ferse. Da habe ich gesagt, okay gut, bestellst dir neue. Und wenn du dann schon dabei bist, weil es dasselbe kostet, wenn du sie, wenn du einfach welche nimmst. Ach Quatsch. Was ist mit dir los? Nichts gewöhnt oder was? Ja. Na, ich halt welche selber gestylt. Hm? Kannst ja auch machen. Muss halt. Wie bitte was? Wo kommt der denn her? Ah, der Bär kommt wieder zurück, echt? Alt? Nein, ich wollte nicht hocken. Der Wolf guckt schon. Der Bär kommt wieder zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt der Wolf hin? Hm?
Ja, okay, das ist natürlich genau der richtige Revolver. Nimm zuerst den leeren. Sind gerade auf Kollisionskurs, die beiden, glaube ich. Wir verstecken uns hier. Während es ein Gedärme rumpelt. Jetzt kommt er hierher. Wie ist denn es eigentlich mit Hunger? Was ist denn hier besonders lecker? Ja, komm, dann nimm diesen Schokoriegel. Wir können alles essen. Kein Problem. Haben schon drei Fünfer Skills. Das ist echt cool. Revolver, wo ist er denn? Hallo? Zwei erst, echt. Aber der ist schon hier. Aber ich höre da den Bären ganz deutlich. Ah ja. Okay. Oh, der schläft da. Echt, der macht doch den Ton im Schlaf. Ach ja, oh ja, so ein schöner Traum. Ist halt hier sehr vorsichtig entlang rauchen. Da oben ist auch noch ein Wolf. Ich will jetzt eigentlich nicht vor. Erst mir was zu verstauchen. Ja, nee, komm, lass mal. Lass mal, hallo. Danke. Ich habe nicht vor, mich jetzt mit dem Wolf anzulegen, geschweige denn dem Bären. Hallo. 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 Ich gucke immer so nach rechts unten. Ich habe mit der Wasserwaage gemessen, es ist nicht eben. Der Bär schläft. Hat es den jetzt zurückgesetzt, weil wir da, oder ist er in der Zwischenzeit nach Hause gelaufen? Weil normalerweise geht er ja immer noch die Straße runter Richtung Küstenörtchen. Wie ist denn das eigentlich? Du kannst auch automatisch rauchen, das ist auch nicht schlecht. Kann ich mir was trinken hier? Ja, in Berlin ist das jetzt mal. Das ist für euch jetzt auch schon wieder eine Woche her. Das letzte warme Wochenende. Oder aus meiner Perspektive heiße Wochenende. Dann kann ich dann auch so langsam mal die kurzen Hosen einmotten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die bis Mitte Oktober anhabe. Also durchgehend wohlgemerkt. Ich habe ja nur in Norwegen mal ein paar Tage lang eine lange Hose angehabt. Ich glaube, jetzt können wir nochmal gehen. Ansonsten habe ich. Die ersten 2 Tage hatte ich da auch kurze Hose an, dann wurde es halt schon sehr kalt. Später war es dann sehr regnerisch, deswegen habe ich dann lange Hose lieber angezogen. Aber als ich dann von Göteborg wieder nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt schon wieder eine kurze Hose an. Beziehungsweise eigentlich schon davor habe ich schon auf eine kurze Hose gewechselt, wo die Schweden dann auch geguckt haben. Was? Hier rennt jemand noch mit kurzer Hose rum? Bei 16 Grad, bitte was? Dass dich in Deutschland die Leute ungläubig anschauen, wenn du da mit kurzer Hose und T-Shirt rumrennst bei den Temperaturen. Die Leute ziehen ja ihre Kleidung an immer nicht nach dem Wetter, sondern nach dem Kalender. Ja, das ist dann Herbst und dann ziehen sie natürlich ihre Herbstklamotten an. So, wie ist denn das hier mit den Wölfen? Sind die da jetzt noch da oder sind die jetzt raufgekrauchelt? Scheint fast so, als wären die nicht mehr hier. Das macht es natürlich für uns einfacher. Da hinten ist meistens eher nicht. Das beginnt eigentlich so plus minus vielleicht in der Region. Hier kann man noch rennen, ein bisschen. Ja, naja. Ich will aber jetzt noch nichts trinken. Ja, okay, ich sehe ja nichts. Ja, ich hoffe, dass jetzt nicht nochmal Stromausfall kommt. Habe ich euch in der letzten Folge erzählt, dass hier auf einmal Stromausfall war. Freitag den 13. Weil, das wäre natürlich bitter für die Aufnahme, wenn auf einmal das weg ist. Na ja, guck mal. Eine epische Signalpatrone. Guck mal, da haben wir schon Birkenschösslinge. Ist zwar noch grün, aber das macht nichts. Die Ahorn und Schösslinge müssen ja auch noch trocknen. Eine Hülse, okay. Gab es anscheinend eine Art Schießevent. Ja, die Wölfe sind tatsächlich darauf gewandert. Ist ja lustig. Das ist relativ kleiner Funde. Das ist ein Boot oder was es da angeschwemmt hat. Dann können wir das gleich mitnehmen.
Falls es auch hier Klimaerwärmung gibt, dann können wir da wenigstens mal rudern gehen. Okay. Bitte einmal die Hütte. Und da ist sogar was drin, echt krass. Gut, da haben wir wenigstens ein bisschen. Ah ja, guck mal, die Kartonstreichhölzer haben wir jetzt auch. Sehr schön. Magnesiumfackel. Krasser Fund. Oh ja, da geht's noch weiter. Krasser Fund. Das ist wirklich krasser Fund. Es sind zwar viele Dinge dabei, die ich nicht verwende, aber das sind trotzdem krasse Funde. Ah, da scheint es auch noch was zu geben an der. Da links gibt es auch noch mehr Ahornschösslinge. Also was wir natürlich brauchen, sind vor allem Ahornschösslinge. Ah, Pfeile, okay. Das ist ein Kanu oder was? Tatsächlich. Da links flackert es auch schon. Aber oder Pfeil, intakter Pfeil, intakter Pfeil. Das ist interessant. Da liegt auch noch was. Wieder eine Hülse. Und noch ein Schössling. Nee, Rohrkolbenstängel. Jetzt haben wir schon 4 verschiedene Schusswaffen. Das ist ja der Hammer. Ich sehe jetzt erstmal nichts flackern. Ich würde jetzt auch tendenziell... Ja, okay. Hier wieder zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es hier mit Wölfen? Achso. Ich schon sagen, ich muss hier 2 stellen. Nein. Zugkrähen. Achso, habe ich nicht gesagt, wir haben genug Stöcke? Nee, haben wir nicht. Ah, gerade hier kein Wolf zu sehen, okay. Feder. Och, ein Messerchen, hervorragend. Viel besser als das, was wir haben. Kann man da erstmal wieder tauschen. Okay, dann nehmen wir den Ahornschössling auch noch mit. Haben wir genug zu trocknen. Kajak, das ist ja cool. Ja, konnte man aber leider nicht aufnehmen. So. Ah, wie geht's denn hier rauf? Sind nur Eisschollen, okay. Oh Gott sei Dank, die kann ich nicht auch noch aufnehmen. Halt. Dann haben wir hier noch mehr Stock. Schössling. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zur Eisfischerhütte Holz ablegen. Mehr ist hier nicht. Gut. Alles klar. So, wie du warst? Hallo. Ja, hier. Habe ich dich erwischt oder habe ich dich nicht erwischt? Welches Messer verwende ich jetzt eigentlich? Ist das das bessere oder das schlechtere Messer? Sag mal. Tut's mehr weh oder tut's weniger weh? Anscheinend habe ich ihn erwischt. Aber anscheinend ist der Pfeil nur durch. Er kommt nicht weit. Guck mal, wie der blutet. Das war ja irgendwo klar. Also wenn er so viel Blut verliert, da ist sein Ende bescholten hier. Gut, da haben wir ja noch mehr abzukochen. Da kommt ja auch das ganze Holz gelegen. Gut, dann fange ich da nochmal an. Nein, das Buch nicht, sondern... Gut, dann fliegt das nur so raus. Dann lassen wir mal einen Anzünder hier. Sollen wir die Kohle hier lassen? Ja gut, wir haben schon ein paar Kohlen hier. Dann passt das ja ganz... Ja, wir brauchen hier eine... mal wieder ein Steinhäufelchen. So, hier haben wir ja nichts.
Wie gut ist denn eigentlich das Nähzeug? Wo ist denn das? Ach, gib mir die mal her. Das ist zwar schön, dass die hier liegen, aber das bringt mir nichts. Die Rehe haben auch gedacht, oh Gott sei Dank, da haben wir nochmal Glück gehabt. Also ich wollte schon sagen, die erste Feder ist da. 4 Kilo. Ja, nehmen wir erstmal das schlechtere Messer. Wir finden auch irgendwann noch einen Wetzstein. Da können wir das dann richten. So. Der Arme nehmen wir erstmal mit. Wäre gut, okay. Wetter hat sich geändert. Ja, es wird neblig. Und weil es so schön ist. Wieso nimmst du das Beil dafür, Junge? Gut. Huch. Woher auch die Federn kommen. Rehe haben sich freundlicherweise nicht bewegt. Hier bitte was? Kann man da echt durchfallen? Wollte ich mal wissen. Das ist ein schneller. Oh. Das muss in dem Fall sitzen. Hallo? Okay. Gibt's irgendwie ein ganz merkwürdiges Ding. Ja, du Junge, um dich kümmern wir uns morgen. Das ist heute nicht mehr. Waren hier 2 Wölfe. Ja, wir haben erstmal noch genug Futter. Wir können es erstmal nur hinlegen. Aber es das heißt trotzdem, dass wir, was wir machen werden, wir gehen mal rauf zum Glüthügel Kühlenbergwerk. Wir gehen mal rauf ins Bergwerk und schauen uns mal dort nach Kohlen um und mehr. Dürfte ja nicht das Einzige sein, was man dort findet. Hm? Wo sind eigentlich die... Aber wir haben doch gar keine. Ja, dann ist es eh ganz gut. So. Ah ja, die Schösslinge, genau. Da war ja was. Die legen wir mal hier drüben hin. Mich rumknäppel hier. Ne, das passt. Da haben wir nichts Neues. Was, hier haben wir bestimmt was Neues. Also was wir machen ist... das drin. Magnesiumfackel, genau. Alles, das möchte ich eher nicht rein. Warte mal, das kann eigentlich gut in die Eisfischerhütte mit raus. Genau. Ansonsten passt das. Scrollbalken. Ja, das Messer kommt auf den Schreibtisch, wollte ich gerade sagen, auf den Werkbank. Aber wir haben einen Revolver. Das ist ja genau die Einstellung, die ich von dir will. Und dann legen wir das mal hoch. Passt so. Okay, Futter haben wir ja auch relativ viel gefunden. Das sind wir in 6 Kilo hier drunter. Ach so, ja, warte mal. Das machen wir jetzt noch. Das ganze Kochzeug und die Magnesiumfackeln mal rauslegen. Achso, und essen sollten wir auch. Hm? Von daher müssten wir sowieso hierher kommen. Halt. Und da liegt, das gehört gar nicht da rein. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier raus? Achso, ja. Warte mal, das ist ja voll. Dann lass mich das mal hier unten reinschmeißen. Das kann auf jeden Fall hier hinten. Sonst... Ach ja, genau, das Futter. Mhm. Also was wir halt dann, wenn man damit halt ein bisschen kochen möchte. Also das könnte man auch durchkochen mal. Abkochen, durchkochen. Ahornsirup. Ist ja auch Quatsch, das alles mitzuschleppen. Ich bin übrigens froh, dass das eine schalldichte Hütte ist. Das wäre sonst ein bisschen anstrengend mit den ganzen Krähen. So, ansonsten 3,3 Kilo bei 1 Kilo Wasser, okay.
Passt soweit. Zerleg das mal. I'm starving. Ah, ist schon relativ spät. Inzwischen bisschen Kleidung. Was essen wir denn? Ja, komm, iss schon mal den Fisch. Und iss schon mal den Fisch. Ja, genau, Regenbogenforelle. Wir haben an der Eisfischerhütte da hinten, die man nicht sieht, nur Süßwasserfische liegen. Wie viel haben wir denn? 1200, okay. Das wäre vielleicht was, 1262. 1000, ja, geben wir mal die 1262, das müsste genau passen. Ja, hervorragend. Oh, nur noch 2 Waffen. Und 8 Pfeile. Ja, sehr schön. Ein Pfeil müssen wir natürlich noch basteln. Das klassische Pappmaul. Naja, was wir auch noch gemacht haben, ist, weil unsere Familie da nichts dagegen unternehmen will oder kann oder wie auch immer, wir aber trotzdem darunter leiden. Es gibt hier einen sehr starken, sehr starke Schwankungsbreite, was die Temperatur des warmen Wassers betrifft und den Druck des warmen Wassers. Aber warte mal, den legt man auch noch auseinander. Ja, einerseits der Wasserdruck schwankt teilweise extrem. Also ich hatte es zum Beispiel mal gehabt, dass ich duschen wollte, auf mir irgendwie so eine mittlere Warmtemperatur eingestellt hatte. Und es kam nur noch so ein ganz leiser Rinnsal raus. Also zu Deutsch fast überhaupt nichts. Das ist schon krass. Und dann ist es auch oft so, du duschst dich halt mit einer normalen warmen... Ach guck mal, hier liegt noch ein Haken. Weil wir haben irgendwo eine Schnur liegen. Ich weiß aber nicht wo. Wahrscheinlich ein Mülleimer, schätze ich mal. Ich glaube, hier draußen ist sonst nichts mehr hinzutun. Ja. Okay, dann geht's drin. Ja, mit so einer durchschnittlich warmen Temperatur. Und es kann dann auf einmal sein, dass es ultra heiß wird, weil auf einmal kein kaltes Wasser mehr kommt. Oder einfach ultra kalt wird, weil einfach kein warmes Wasser mehr kommt. Das haben wir letztes Jahr schon angemerkt. Ja, hier genau. Das kann man dann auch zusammenbasteln. Super. Was sagt denn der Kleidungsbestand? Warte mal. Die müssten den Pullover mal reparieren. Das Ding kann auf jeden Fall hier bleiben. Und ja, wir haben noch kein Altmetall, genau. Da müssen wir uns. Achso, wir haben gar keine Säge. Ja, das ist natürlich dann. Da kann ja kein Altmetall zusammenkommen, okay. Ja, das ist natürlich dann blöd. Warte mal. Ich möchte erstmal ein bisschen Pullover rumschrauben. Oh, Stunde 26. Da bin ich mal gespannt, ob das zu machen ist hier. Oh, hast es geschafft. Sehr schön. Wir müssten eigentlich nochmal ran, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Auch wenn ich mir so das Auge anschaue. Genau. Warte, halt. Bevor wir jetzt irgendwann. Ja, das wird das falsche Werkzeug, Hand, Angelzeug. Die 10 Minuten haben wir noch. Das schaffen wir auch im Finstern. Und dann jetzt halt trinken, sonst. Verlieren wir viel Prozent über Nacht. Und das wollen wir ja nicht. Gute Nacht. Verstauungsrisiko ist geil. Okay, ja, wir müssten mal kurz den Grill anwerfen, damit wir ein bisschen Wasser bekommen, weil wir haben nicht wirklich viel. Auf der anderen Seite können wir das dann noch ein bisschen prokrastinastisch, oder wie das heißt, noch vor uns herschieben. Ich will gerade noch mal schauen, wie viel. Ja, das reicht. Nebel. Also wir müssen uns ja auch um den Wolf noch kümmern, natürlich. Dann können wir auf jeden Fall den Grill nochmal anwerfen. Ja, also wir haben das dem Vermieter gemeldet. Der kam dann mal... er hat erst einen Handwerker vorbeigeschickt. Der hat gesagt, da kann man nichts machen. Kann ich verstehen. Müsste man dann aber halt eine Vereinbarung treffen, dass man sagt, okay, weil das halt nicht so ist, wie es eigentlich zu erwarten ist, verringern wir halt die Miete. Kam ja nichts. Dann kam nochmal der Vermieter selber vorbei, hat sich das angeschaut und hat dann gemeint, ja, da muss er mal gucken, ob ihm dann irgendwann eine Lösung einfällt. Ja, rate mal, was das daraus geworden ist. Hm? Exakt nichts. So, warte mal, ich werde es mal... Halt, ich bin das Journal. Journal. Okay, das ist für mich das Journal. Feuer machen. Ach du Schande. Ja, okay. Dann machen wir das jetzt einfach so. Achso, die andere Frage habe ich abgelegt.
Noch mehr Holzkohle, yes. Warte mal. Dann machen wir das so. Ja, dann kam nichts. Dann kam nichts und kam nichts und kam nichts. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, gut, das reicht jetzt. Vor allem, wo der Vermieter dann, die habe ich euch ja vor einer Weile erzählt, mit einer fetten Mieterhöhung wieder mal um die Ecke kam. Da haben wir dann gesagt, okay, weißt du was? Genug ist genug. Halt, warte mal, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, dann ziehen wir uns eine neue. Schlechte Facke. Gut. Aber zum Anzünden reicht's. Gut, okay. Die Stöcke wollte ich nämlich eigentlich nehmen. Gib mir mal einen Schwung Stöcke bitte mit. So. Bitte 2 Liter Wasser. So. Hallo Wölfchen, wie ist denn das mit dir? Du warst jetzt so schnell und hat dann doch nichts gebracht. Ne, Messer ist und bleibt einfach das Beste. Achso, was trinken. Aber vielleicht, ja, es wird auch noch kalt. Gut, okay. Das gehört abgekocht. Wie sieht denn das hier aus? Schmelzpunkt. Okay, warte mal. Wie viel hast denn du frei? Warte mal, wir machen erstmal noch ein bisschen weiter. Gib mir erstmal die Därme. Gut. So, dann hatten wir doch... Wir hatten ja doch ein 1000 Kilo Lachs, genau. Da ist er. 1000 Kalorien, nicht 1000 Tonnen Lachs, yes. Die Norweger würden sich freuen. So viel Räucherlachs drauf machen. So, dann lass mich kurz mal schauen. Oh ja, das reicht noch. Gut, alles klar. Dann bitte das Fell raus. Du hast das schon auf 0 abgerundet, echt? Hm. Ja, ja, wir stellen uns gleich an Herd. Okay. Warte. So. So, das ist mal wieder warm. Das nehmen wir wieder mit. Dann bitte hier, was kannst du da noch machen? Wie ist denn das, ein Liter? 42, okay, da kannst du sogar noch eine schlechte Fackel nehmen. Dann machen wir es jetzt so. Das bleibt hier. Was auch hier bleibt, sind natürlich 51 Stöcke. Zeitung. Das bleibt alles hier. Ich glaube, den Rest nehmen wir dann mit. So, trinkst du nochmal. So, genau. Das Fell liegt jetzt erstmal dort. Wir wollen rauf ins Bergwerk. Und wir können eigentlich auch ins untere Bergwerk erstmal gehen. Das geht hier auch. Ja, dann sind wir jetzt halt mal zum Mietrechtsanwalt gegangen. Haben uns mal beschrieben, den Fall. Daraufhin hat er dann halt eine Schrift verfasst. Ich bin mal gespannt, wie der Vermieter darauf reagiert. Sicherlich not amused. Ist mir aber egal. Die bekommen jetzt, seit wir... Also von... Von dem Zeitpunkt, wo wir hierher gekommen sind, bis jetzt, bekommen die jetzt pro Jahr Tausender mehr. Also das ist nur die Miete, das ist nicht mal die Nebenkosten. Es dürfte sogar noch mehr sein als 1000 Euro. Es dürfte wahrscheinlich so Richtung 1200 Euro sogar gehen. Dann kann ich eigentlich auch verlangen, dass ich nicht immer mit der Prämisse duschen muss, so nach dem Motto, am besten nicht duschen, nur sehr, sehr kühl, dass es auf jeden Fall nicht zu heiß wird dann. Ja, Stoff. Nichts, okay. Wie ist denn, wie warm ist, ein Schusswaffenputzset. Wie warm ist das eigentlich hier drin? Es ist sogar ein bisschen, nee, nicht schlafen. Warten. Nähzeug, was zum Nähen lernen. Das ist schon mal super. Das sind zwar nur ein paar Punkte, da haben wir noch einen halben Liter Wasser mehr. Sehr schön. Ein fundreiches Auto. Ich sehe schon, wenn ich, naja, sogar Batterie drin. Ich sehe schon, wenn ich nachher, den Interloper noch spiele, werde ich mir wieder total überrascht sein, dass alles leer ist. So, das ist gar kein Stock. Aber das... Ja, wie das halt so ist, bei so einer Streitschrift schreibt so ein Anwalt natürlich immer erst das Maximum mal drauf. So, was er erwartet, was da jetzt kommt. Das ist natürlich, da fällt es natürlich nach hinten um. Also wenn du das als Privatbürger bekommen würdest, wird denk Hilfe, was soll der Scheiß? Das wird dann am Ende vom Vergleich hinauslaufen. Mir geht es ja nur darum, wenn sie das nicht beheben können, dann wird einfach die Miete entsprechend reduziert.
kann ja sein, dass es irgendwelche logistischen Gründe gibt. Ich meine, wir sind am Stadtrand hier. Und der Kühlungsrisiko schon wieder der Zahn. Kann ja sein, dass es logistische Gründe gibt. Dass man sagt, okay, ihr seid halt am Ende der Leitung, da ist halt immer der Wasserdruck besonders niedrig und dann anscheinend hört es auf mit Schneien. Dann ist natürlich, wenn dann ein, zwei Leute im selben Haus dann auch Wasser zapfen, dann ist dann auf einmal schnell Schicht im Schacht, was die Temperatur angeht. Und das merkt man halt sehr schnell. Ja, das ist halt schon krass. Also schon allein, wenn wir selber, was weiß ich, sagen wir mal, ich dusche und die Waschmaschine sagt dann auch in dem Moment, oh ja, cool, ich brauche auch ein bisschen kaltes Wasser. Allein merkst du es schon und dann ist natürlich klar, wenn die Mitmieter dasselbe machen oder deren Geräte oder was auch immer mal aufs Klo gehen oder selber mitduschen, dann kämpft man da schnell mal um den Wasservorrat. Okay, ist kein Hirsch. Gut, hätten wir das festgestellt. Achso, inzwischen müssten ja auch Krähen da sein, genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, die Stöcke nehme ich jetzt nicht mit, die kann man auch unterwärts nehmen. Das ist jetzt besser als raufwärts. Renn. Renn um deine Haxen. Hallo? Ja, eine Säge, das wäre natürlich was. Da müsste, wahrscheinlich finden wir was im Dorf. Im Dorf sind ja die Funde meistens eher zahlreicher. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch Dinge geben kann außerhalb dieser Container. Oder generell der Gebäude. Guck mal, da ist nochmal Schoko. Ja, tatsächlich bei 0%. Naja gut. Alles irgendwie so. Schon eine Weile hier. Gut. Ja. Ich sehe schon, wir können ja sehr viel fürs Gewehr lernen. Ich weiß nicht, wie weit kann man. Die großen Bücher kannst du ja, glaube ich, noch verwenden, wenn du sogar auf Level 4 bist. Ja, gut, aber wir kommen wahrscheinlich trotzdem nur auf Level 3 damit. Wenn überhaupt. Wobei, doch, eigentlich müsste man das schaffen auf Level 3. Level 4 kann ich mir fast nicht vorstellen. Da müsste ich nochmal die Zahlen raussuchen. Okay, warte mal ganz kurz. Es ist ja eh gerade sonnig. So. Dann gehen wir gerade weiter. Ja, vor allem bin ich mal gespannt, wie viel Kohlen wir jetzt wieder bekommen. Meistens ist es so viel, dass man zweimal läuft. Ich will über die Stöcke mitnehmen. Wie schon gesagt, das machen wir dann vielleicht auf dem Rückweg. Vielleicht beim zweiten Mal auf dem Rückweg. Der Turm wartet auch noch. Also wir sind hier auch eine Weile unterwegs. Aber wir lassen uns Zeit. Blutige Kohlenbergwerk. Rinn. Ja, das nehmen wir auf dem Rückweg mit, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, wir laden hier mal ab.
Gut, 21 Kilo, das klingt doch mal nicht schlecht. Durchrennen, yes. Hier muss man dann durchgehen. Nächstes Mal gehen wir den langen Weg. Jetzt rennen wir aber erstmal so durch. Warte mal, da geht's weiter. Erstmal nur ans andere Ende, yes. Jetzt habe ich Angst im Dunkeln. Eine Limo. Ja, wieder rechts. Die Laterne ist Feuer, das ist kein Problem. Oh ja. Na guck mal, die Kiste gibt es immer noch. Das Thema noch auch mit. Jetzt geht es mal wirklich bis. Wir gehen nicht ins idyllische Tal, aber bis zum. So, die Kohlen lassen wir hier auf jeden Fall. Ja, wenn ich doch mal aufs Buch zeige. Wie kommst du auf die Idee, dass ich da bitte nur das Buch mit einer Bügelsäge zerlegen? So, eventuell finden wir sogar eine Bügelsäge hier drin. Nächsten Folge. Wir gehen natürlich den Weg wieder zurück, nicht direkt hier runter. Wir gehen hier durchs Blutjürgen-Kohlenbergwerk. Ich bin mal gespannt, was da zusammenkommt und ich bin vor allem gespannt, ob wir das in einem Rutsch zurückschaffen. Wenn nicht, müssen wir halt noch ein zweites Mal hoch und dann gehen wir natürlich in das andere Bergwerk auch noch runter. Davor wartet noch ein Wolf. Je nachdem, ob wir mit dem kommunizieren oder nicht, gehen wir dann auch noch zu dieser Rundholzsortierung oder wie sich das nennt. Genau. Ich denke, das reicht auch als Perspektive für die nächste Folge. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.